Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht in das Jahr 2019 und ich möchte jetzt mal wieder, ja, was kochen. Also, ja, das ist so ein Rezept, was ich mir gerade so ausgedacht habe. Das wird was Überbackenes mit Käse, Gemüse. Also, ich habe so eine Fertigmischung geholt. Dann mache ich Blumenkohl mit rein, Zucchini, bisschen Butter, bisschen Käse, ein bisschen Rama Creme Fine und dann im Ofen. Schaut einfach mal selbst. Die erste Lage habe ich eine Zwiebel, die zweite gekochte Hühnerbrust, die dritte Lage habe ich jetzt Zucchini. Die vierte Lage Blumenkohl. Der ist noch roh. Also Zucchini ist roh, der Blumenkohl ist roh. Die Zwiebel ist roh, die Hühnerbrust ist abgekocht. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Butter mit reingemacht. Würzen kann jeder, wie er möchte. Also ich würde empfehlen Muskat, ein bisschen Brühe. Ich nehme natürlich meine scharfe Soße. Also ich habe hier die ganz gerne. Die oder die rote. Ja, kann jeder machen, wie er möchte. So, das ist jetzt das italienische mit Gemüse. Habe alles noch ein bisschen runtergedrückt, sonst hätte die Schüssel nicht gereicht. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Fleisch drauf, ein bisschen Käse und dann geht's im Ofen. So, ich verquirle jetzt noch drei Eier. Creme fin oder Creme finesse, was da drauf steht. Creme fin, ja. Dann noch ein bisschen Gemüse, Käse und verteile das noch auf meine Schüssel. Gemüselasagne, würde ich es mal so sagen. Das war natürlich nicht gut. Also schön vorsichtig. Schöne Schweinerei gemacht. Na gut, ihr hört vielleicht dazu. So. Sieht doch ganz gut aus bis jetzt. Mal sehen, wie das Endresultat ist. Bis dann. Tschüss. So, war jetzt ungefähr dreiviertel Stunde drin. Sieht sehr, sehr gut aus und ich gehe mal davon aus, dass es auch sehr gut schmeckt. Bis dann und viel Spaß beim Nachkochen.